Hallo und einen schönen guten Tag oder auch guten Abend. Ich und mein Kaffee haben ein neues Let's Play für euch. Und Moment, ich muss ganz genüsslich kurz trinken. Ah, Senseo. So, ich habe mir vorgenommen, wie in meiner letzten Folge schon angemerkt, dass ich eine Challenge nun starten will, damit wir dem Ganzen hier ein wenig Würze verleihen. Und ich habe mich dazu entschieden, die schwarze Witwen-Challenge zu machen. Für alle die, die nicht wissen, was das ist, werde ich kurz erklären, was ich tue. Ich werde euch kurz vorher meinen Charakter vorstellen. Und dann werde ich euch noch kurz so ein paar Einzelheiten sagen. Und ich weiß aus den Kommentaren, dass ich nicht die Einzige bin, die das spielt. Ich hatte es ja bei einer englischsprachigen Kollegin gesehen und es machen wohl auch ein, zwei deutschsprachige Kolleginnen von mir. Wenn ihr auf dem Wege hier jetzt eventuell mein Video seht, meldet euch bei mir. Vielleicht machen wir zusammen eine Challenge. Es ist immer schade und sehr einsam, eine Challenge alleine zu machen. Egal. Jo. Das ist, ich muss ihr noch einen Namen geben, das ist, Busis... John Claire wollte ich sie jetzt nennen, aber das ist langweilig, ne? Das ist ja langweilig. Das ist ja, sind wir alle aus den Simpsons. Die Buse St. Clair. Wobei St. Clair eigentlich ganz geil klingt, ne? Wie schreibt man das? San Claire. Ist ja scheißegal, ist mein Name, schreibt man so. Und wir nennen sie... Ah, was ist denn so? Wir nennen sie Anastasia. Victoria. Geht nicht. Anastasia, sehr schön. Und wie wir sehen können, hat die Trulla schon ein ordentliches Bitchface. So, das ist nämlich die Anastasia. Mhm, unsere männerfressende Vamp-Hure. Ganz kurz, ich gehe kurz mit euch die Outfits durch. Die habe ich nämlich schon gewählt. Und ich habe auch passend von mir. Hier, guckt euch mal die Kette an. Ist sie nicht toll? Es ist eine Spinnenkette. So wie die Spinne Schwarze Witwe. Ganz kurz, das hier ist mein Alltagsoutfit. Ich habe mich dafür entschieden. All day black, all wear black. Sie geht komplett in Schwarz. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch. Das hier ist meine Abendkleidung. Mhm, du scharfes Luder. Meine Sportkleidung. Ich muss darauf einen Schluck Kaffee trinken. Köstlich. Dann meine Nachtwäsche. Ich dachte, für die Männer da draußen. Hier. Mal mit ein bisschen Booty. Dann haben wir noch das Party-Outfit. Das ist sehr unspektakulär. Und Schwimmmode. Ich finde, sie ist obenrum ein bisschen kräftig gebaut. Ich mache das mal ein bisschen zurück. Ich wollte jetzt nicht so Mörder-Monster-Titten. Hier ein bisschen mehr Hüfte. Kann auch nicht schaden. So. Genau. Wir suchen noch, Moment. Wir müssen noch eine Stimme. Wir machen eine zuckersüße Stimme. Was nehmen wir denn für einen Gang? Was haben wir denn? Federnden Gang, schleppender Gang, trotteliger Gang. Stramm, feminin. Oh ja, bitch better have my money. Sheesh. So. Das hätten wir ausgewählt. So, wir haben in... Ich lese mal das Regelwerk vor. Einen Augenblick. Passt auf, es ist nicht viel. So. Wir sollen nämlich einen Sim, eine Sim-Dame im jungen Erwachsenenalter erstellen. Das haben wir gemacht. Ich muss mal... Verdammte Strähne, die ja die ganze Zeit rausfliegt. Wieder hinters Kopfhörerteil stecken. So. Dann, er muss die Eigenschaft verführerisch haben. Die restlichen Eigenschaften sind frei wählbar. Habe ich jetzt nicht gefunden, dafür romantisch. Ich denke, das ist vom thematischen Sinn her dasselbe. So. Dann gebt eurer Simin einen Lebenswunsch. Beachtet aber, dass sie nie einen Job annehmen darf. Okay. Dann wählen wir mal ein Bestreben. Was ist denn unser Bestreben? Liebe wäre ja Blödsinn. Wir sind ja eine schwarze Witwe. Deswegen ist Vermögen. Aber ich bin gerade ein bisschen unsicher. Nicht, dass sie dann die ganze Zeit arbeiten will. Ne? Geschäftliche Sims verdienen überdurchschnittlich gut. Nein, das möchte ich ja nicht. Hier möchte ich auch nicht. Möchte ich beliebt sein? Oder böse? Ich bin beliebt. Und zwar der Leitwolf. Oder die Partylöwin. Oder Witzbold. Freundin der Welt. Ich bin hier der Leitwolf. So, das ist mein Bestreben. Das macht mich auch gleich aufgeschlossen. Dann, achso, wir können ja noch frei wählen. Was wollen wir denn noch sein? Wir sind auf jeden Fall schon mal charismatisch, romantisch. Romantisch? Was haben wir hier noch? Wir sind auf jeden Fall noch materialistisch. Ja, bitch, please. Hier, schmeißt du direkt das YouTube-Money raus. Ein Snob. Außerdem noch. Pop, 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 pop. So, das ist doch schön. Genau. So, ich lese mal kurz weiter die Regeln vor.
Zieht in ein beliebiges Hausgrundstück, bla bla bla, was sind hier die Regeln? Keine Cheats, Mods, die das Verhalten von den Sims verändern, keine Geldcheats. Damn you! Ihr müsst keine Kinder haben, aber Kinder bringen Punkte. Achso, apropos Punkte, ich mache das ohne Punktesystem, weil es macht sonst auch keiner mit Punkten und es macht keinen Sinn, wenn ich alleine Punkte zähle. Weiß ich nicht. So. Eure Sim-Dame kann einen Teilzeitjob annehmen, aber dieser muss gekündigt werden, sobald sie das erste Mal verheiratet ist. Life Goals, würde ich sagen, habe ich nicht anders gemacht. Genau, sie darf keinen Job annehmen, nur eure Ehemänner dürfen Geld verdienen. Sim-Dame darf Sammelobjekte, Steine, Frösche etc. Früchte verkaufen und darf keine Bilder oder ähnliches verkaufen. So, jetzt ist hier noch ein bisschen Punkte, bla bla. Okay, das würde ich sagen, passt uns doch so ganz gut in den Kram. Die alte Snitch hier ist auf jeden Fall ready to start. Nehmen auch spielen, die Sinclair. Aber sie heißt schon Anastasia, ne? Das ist eigentlich bewusst. War ein Häkchen dran. Und, genau, ich würde vorschlagen, wir ziehen nach in Burg, weil da haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass da noch Leute rumlaufen, die wir kennen. Und jetzt müssen wir uns ein Grundstück suchen. Ich würde einfach ein kleines Häuschen vorschlagen. Vielleicht gucken wir mal in die Galerie. So, das ist ja scheiße ohne Geldcheats hier. Meine Fresse. Ich würde vorschlagen, wir gucken mal hier so ein bisschen. Oh, Post bekommen kann ich. Keine Post erhalten. Sehr schade. Das ist ein sehr unschönes Haus mit nichts. Ich habe nicht mal wirklich Fenster. Ich muss mal hier hochgucken. Was mich dazu führt, noch viel bestrebter zu sein bezüglich des ersten Ehemannes. Jo, ich könnte eventuell, ich glaube, ich füge mal eben ein paar Accessoires hinzu. So, naja, gut, okay. Mehr schlecht als recht, aber passt schon, würde ich sagen. Dann gehen wir wieder in den Spielmodus. Und gucken wir mal, was die Anastasia macht. Sie ist auf jeden Fall glücklich schon mal. Wie kann man so abgehen, weil man ein paar Tomaten schneidet, Bitch? Es wird Zeit, dass du jemanden kennenlernst. Tja, ich glaube, ich reise mal ein bisschen, damit ich auch hier ein paar Leute treffe. Wir gehen mal in das Café Hase und Igel, süß. Und übrigens zu dem Thema Ehemänner umbringen. Es ist jetzt nicht genau beschrieben in den Regeln, ob wir das auf... ich beschränke mich übrigens auf Ehemänner, weil... Ding ist so, also ich könnte auch Ehefrauen eigentlich... Ja, mal gucken mal, vielleicht machen wir noch eine lesbische... Ehe dazwischen, das kann man ja ganz frei entscheiden. Lernen jetzt erstmal. Das sind Leute, stell mich freundlich vor. Es ist jetzt nicht genau gesagt, dass man jeden Ehemann auf eine andere Art und Weise umbringen muss. Aber ich glaube, es ist ganz nett. Achso, und übrigens, natürlich, was ich ganz vergessen habe. Ja, hier ist der erste. Lustig vorstellen. Es ist auch noch Regel, dass man den Grabstein des Ehemannes in seine, also auf seinem Grundstück platzieren muss und es muss draufstehen, ist oder gestorben durch die Hand der schwarzen Witwe oder so. Guck nochmal eben, Moment, ich will ja keinen Quatsch erzählen. Ich bin ja professionell hier auf dem Handy. Genau, die Grabsteine müssen auf dem Grundstück platziert werden und auf den Grabsteinen muss Folgendes stehen. Name des Ehemanns, dann durch die Hand der schwarzen Witwe gestorben. So. Genau, hier läuft, steht auch nochmal der ganze Dings hier. Also zieht auf ein Grundstück, findet einen Partner und heiratet ihn. Nach der Hochzeit müsst ihr eine Affäre mit einem anderen Sim beginnen. Lasst die Affäre bei euch einziehen und euch von eurem Ehemann beim Flirten, Küssen oder Ähnlichem erwischen. Bringt euren Ehemann um und heiratet die Affäre. Sucht euch dann wieder einen neuen Liebhaber und fangt das Ganze wieder von vorne an. Genau, also Life Goals natürlich. So. Und kommen wir hier, der sieht doch schon so aus wie aus so einem Alfred Hitchcock. Film. Ich finde, da setzen wir uns einfach mal dazu, oder? Vielleicht, ich glaube, wie geht es uns denn? Wir haben Hunger, ne? Ah, wir haben Hunger. Vielleicht sollten wir, was ist mit meinem Pfeil? Nein, was, ich weiß nicht, was los ist. Essen bestellen, nebenbei noch. Zum hier essen. Das machen wir vielleicht mal als erstes. Und zwar nehmen wir einen Croissante. Und dann können wir was essen und dann kommt das Gespräch mit dem Mortimer. Der sieht schon aus wie so ein Opfer aus dem Hitchcock-Film oder ähnlichem. Also das kann gerne unser erstes Opfer werden. Wir müssen ja ein bisschen reinklotzen. Nicht, dass wir bei 500 Folgen immer noch keine 10 Männer haben. So, Bitch. Verpiss dich mal von meinem Date hier. So, ich Nachttag fragen. Auch nie verkehrt. Geh mal weg hier. Du siehst aus wie eine olle Schrapnelle in deinem Anzug da. Sind natürlich auch total bitchy anderen Frauen gegenüber. Das ist ja klar.
Fragen mal nach Karriere hier. Lombeck. Ja, komm, quatsch mich nicht voll hier. Lauf dem Typen hinterher. Los! Beeil dich, Biatsch. Hey. Lenny Kravitz. Cool. Was hast du denn hier? Na gut, wir müssen ja erstmal den ersten finden, ne? Der sieht ja schon aus wie ein passables Opfer. Ja gut, nun. Damit die Sims hier die ganze Zeit weglaufen, mit denen ich mich partnern möchte oder die ich näher kennenlernen möchte, fahre ich jetzt einfach mal wieder nach Hause und lade einfach irgendwen mit zu mir ein. So machen Spinnen das ja auch. Die locken ihre Beute in das Netz. Oder Löwen, wenn sie Schafe, mit denen sie sonst nie was zu tun haben, von der Herde isolieren, dann machen sie das auch. So. Das heißt, ich habe ihn mir jetzt hier mal ein bisschen isoliert und kann ihn ein bisschen besser mal kennenlernen zum Schnacken. Und eventuell, kennenlernen. Geht's dann ja gleich mal los hier, Freunde der Nacht. Ja, das läuft doch schon ganz gut. Jetzt können wir ja mal ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Was haben wir denn hier? Und mal ein bisschen flirten. Ja, auch hier Schlurfigang. Oh, und schon sind wir kokett. Du billiges Flittchen. Aufreizen, posieren. Komm, zeig mal, was du hast. Zeig die Kiste. Das ist ohne Scheiß. Diese Situation ist, als wenn sich eine Nutte beim Bluten... Lüpfrige Frage stellen. Beim Bluten irgendwie so, ja, hier, guck mal, ich bin meine 200 Euro wert. Was genau will uns das Spiel damit suggerieren? Nun gut, aber das läuft doch hier schon ganz gut. Oh, gestehen, sich angezogen zu fühlen. Bitch, denn habe ich sowas von um den Finger gewickelt. Oh, wir können auch die Nummern austauschen und dann mache ich ihm noch ein Kompliment. Und dann können wir einen Kuss hauchen. Und dann fragen, ob sie ein Single ist. Ich weiß, ich spreche das immer ein bisschen komisch aus. Ich sage immer Sim und Single und nicht Sim und Single. Das wird ja auch nicht mit Z geschrieben. Oh, da ist er ganz angetan von uns. Hallihallo, Hallöchen. Jetzt könnten wir mal den ersten Kuss erleben. Komm, der ist doch auch schon ein bisschen im erotischen Austausch mit uns. Ah, guck mal, ihm wird schon ganz heiß. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ja, schön. Bei ihren allerersten Kuss. Ihr seht mir ein bisschen zu alt für den ersten Kuss aus. Naja, nun gut. Also, easy peasy, ey. Das Ding hier, Techtelmechtel im Busch. Wow. Ich hab doch gesagt, der sieht aus wie mein erstes Opfer. Der wollte das. Der wollte einfach mein erstes Opfer sein. Ah, freut er sich. Ist gar kein Busch. Ach so. Ah, das ist natürlich sehr schade. Ah, halt, Moment. Stopp. Vielleicht kann ich da abhelfen. Hier gibt's doch diese, Gebüschgeschichten. Wo sind die denn? Hier sieht doch so gut aus. Da sind auch schon so Herzchenblumen dran. Jetzt habe ich einmal zu weit gedreht. Nehmen wir mal. Und dann gehen wir in den Spielmodus. Und dann machen wir hier ein Techtelmechtel mit dem Mortimer drin. Im Gebüsch! Oh, ja, das sieht, mein Bett steht 2 Meter daneben, aber es sieht bequem aus. Lass uns im Gestrüpp Techtelmechteln. Oh, da wackelt aber der Busch. Liebe Güte, und sie steht einfach so daneben und guckt. Ah, was ist los mit dir, Candy? Geh weg. Ich habe eine Spannerin. Was ist? Guck mal, die guckt schon so voll Psycho. Die ist bestimmt gerade auf irgendwelchen Drogen. Die kommen die hier auch nochmal zum Ende. Hallo? Ach, die will zu mir? Ja, willkommen in der Nachbarschaft, ne? Ich hab hier ein schönes Gebüsch. Und, ach, der kommt mir mal. Aber die können uns nicht sehen. Nee. Ah, damn. Den hätte ich auch genommen hier. Der hat Tratumus. Guck mal. Ach, naja, ist ja wurscht. Ach, guck mal. Ah, keiner gesehen. Schön. So, sie muss jetzt dringend auf Klo. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Der Mortimer und ich, beziehungsweise ich bin manches die Anastasia hier.
sind jetzt schon auf dem heißen Weg. Ich würde sagen, wir sind sehr kokett und machen mal hier einen Punkt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet. Wenn ihr die Regeln und den ganzen Scheiß nochmal nachlesen wollt, ich habe das alles in die Infobox gepackt, da könnt ihr nochmal gucken. Ist natürlich nicht das Rad neu erfunden, aber es war von allen Challenges, die ich so, hallo, die ich so gesehen habe, war das, fand ich die interessanteste. Ich fand das ganz witzig. Deswegen, ich hier mit dem Begrüßungskomitett redet dann einfach in der nächsten Folge weiter und ihr schreibt mir mal, wie ihr das Ganze findet. Und ansonsten schreibt ihr mir einfach liebe Dinge in die Kommentare. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play. Ciao!